So, da sind wir wieder. Wir sind immer noch dabei, hier Bäume zu fällen und unsere Baumstammwand zu bauen. Damit wir. Ups, wo ist der Baumstamm da? Damit wir wenigstens einen kleinen Schutz nochmal haben und vielleicht auch kontrollieren können, dass die Zombies nur von einer einzigen Seite kommen können. Aber warum will er sie jetzt nicht bauen? Baumstamm 3 von 4? Habe ich einen vergessen? Oh, zu schnell losgelaufen. Da sind zwei, ich habe zwei. Also, ah, jetzt geht's. Da das relativ langwierig ist, würde ich sagen, wir bauen die Wand wirklich nur bis gerade hier vorne an die Bord ran und ziehen sie dann einmal vorne rum. Gönn dir eine Pause. Nee, gönne ich mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt so schnell wie möglich die Wand fertigstellen. Das Gute ist ja, dass wir dafür auch Stofffetzen verwenden können. Und nicht unbedingt Seil brauchen. Das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Wir brauchen unseren Hammer nicht rausnehmen. Wir können die ganze Zeit die Axt draußen lassen. Und dann damit einen Baum nach dem anderen. Ah, Stärke und Ding sind reduziert. Okay, gehe ich jetzt mal kurz was essen. Die schmeißen wir hier nochmal raus. So, Pommes Fritz essen alles. Tomaten essen alles. Bisschen. Etwas unglücklich. Lest doch ein Buch. Okay, ist ein Verbrauchsobjekt. Ja, okay, klar. Wenn man das Buch einmal gelesen hat, hat man natürlich keine Lust mehr. Das nochmal zu lesen. So, weiter geht die wilde Fahrt. Nehmen wir gleich vier mit. Ups, dann sparen wir uns einen Weg. Das war jetzt wieder heillos überladen, aber so ist es halt. Aber das trainiert doch bestimmt auch gut unsere Stärke. Ah, 2700 erst von 30.000. Das dauert also auch noch, bis wir da vorankommen. Ich meine, wir haben jetzt schon eine gute Wand zusammengebaut hier. Aber die Zombies können natürlich einfach außen rumlaufen.
gleich mitnehmen wirst. Leichte Wehwehchen haben wir dadurch halt immer. Wir sollten es natürlich nicht zu oft machen. Da, Baumstamm. Und vor allem ist jetzt hier unser Wald weg. Dann bauen wir doch hier vorne Bäume ab. Und das heißt, wir müssen dann halt auch immer weitergehen. Das Einzige, was mir vielleicht noch einfallen würde, wäre, ein Auto zu nehmen. Und da die Sachen reinzupacken, aber ein Auto ist halt relativ laut, das lockt viele Zombies an. Das wollen wir natürlich auch tunlichst verhindern. Na, Stofffetzen keine mehr. Okay, aber wir haben ja noch genug, mehr als genug bei uns. Ups. Bei uns hinten drin. Den Rest können wir dann auch wieder sauber machen und wenn nicht. Fangen wir wieder an, Sachen auseinanderzubauen. Also Sachen auseinanderzureißen. Nochmal in Einschätzung wäre es noch. Oh. Ah, ne, nicht Tischlerei, schade. Ja, das nehmen wir mal. Dann bauen wir hier weiter ab. Aber sieht schon mal gut aus. Vielleicht können wir auch die Karten einfach hier reintun. Die Nägel hier reintun. Den Dosenöffner hier reintun. Wenn man es braucht, dann holt er sich es eh automatisch raus. Und vielleicht können wir dadurch noch ein Dinger mehr tragen. Ohne zu überladen zu sein. Ah, das könnte sogar passen. Ah, nee, doch nicht. So. Eins noch. Und dann noch eins. Und dann können wir rüber, weil dann haben wir auch vorne die Ding mit dabei. Falls wir je Äste oder Reisig oder irgendwie sowas brauchen, haben wir hier mehr als genug. Das bringen wir jetzt aber erstmal zurück. Wie gesagt, ich möchte nicht riskieren, dass wir eine Rückenverletzung bekommen. Und dann können wir natürlich noch hier hinten alles abbauen, damit wir da schön farmen können. So. Wenn wir dann hier so bauen, zack, perfekt. Genau, bis hier. Und dann bauen wir hier wieder rum. Das nimmt jetzt natürlich alles Zeit in Anspruch, extrem viel Zeit. Aber ich glaube, am Ende ist es trotzdem richtig gut, weil wir uns damit einfach viel besser schützen können. Das Einzige, was ich mir noch frage, ist, was wir für ein Tor reinmachen vorne. Zack.
Und wir sehen natürlich auch noch hier von nach vorne alles. Sieht aus, als wäre da eine kleine Lücke drin, aber Zombies werden da nicht durchkommen. Anmerkung versehene Karte. Okay. Müssen wir nachher mal nochmal drauf gucken. Haben wir jetzt zwei. Wahrscheinlich sind es auch vielleicht nur die gleichen. Wie man sieht, jetzt kann man hier von. Kann man hier alles sehen. Ups. Habe ich mich zu früh bewegt. Ist jetzt natürlich alles nicht so spannend, aber zeigt ja halt auch einen großen Teil vom Spiel, wo man halt nicht so viel macht. Ich finde es bei vielen anderen wird dann nur gezeigt, zack, wie es fertig aussieht, aber was für ein Grind und was für eine Arbeit dahinter steckt, wird oftmals gar nicht gezeigt. Natürlich ist es dann auch nicht so interessant, das zu sehen. Weil es ja viel mal das Gleiche ist, oder oftmals das Gleiche ist. Und ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt auch gleich nicht mehr weiter, weil ich zu hohe Anstrengungen habe. Setze mich erstmal kurz hin. Aber ein großes Stück habe ich jetzt schon mal gebaut. Vielleicht fange ich auch jetzt erstmal an, da hinten weiter zu bauen, weil ich da viel einfacher an Holz komme. Aber endlich will ich mich erst hinsetzen und was trinken. Okay, perfekt. Sieht immer mal, wie frei das jetzt hier aussieht. Wir sehen jetzt bis hier ganz hinten. Jetzt tun wir uns noch kurz ausruhen. Perfekt. Schade, dass man nicht sieht, wie ausgeruht ist man ist und so. Das würde mich eigentlich noch sehr interessieren. Da man hier sagen so in der Höhe bauen wir. Ja, machen wir die. Dann haben wir nämlich noch was zum Vorbeilaufen. Ah, komm. So, und da können wir uns jetzt natürlich schön durchfällen. Wir müssen nicht viel machen. Können wir einen nach dem anderen umschlagen und zack, haben wir schon eine gute Mauer stehen. Das geht jetzt natürlich um einiges schneller, als immer hin und her zu laufen. Und wir schaffen noch ein bisschen mehr Platz für unsere Farm. Fehlen wieder Stofffetzen. Da muss ich wieder ein paar reinigen. Aber dann kann ich gleich was zu essen holen. Das kostet natürlich alles viel Essen jetzt.
einnehmen. Den mit Wasser befüllen. Und damit dann die Ding reinigen. Oh ja, das dauert jetzt. Jetzt natürlich nicht gut. Ah, das ist das, was mich so unglücklich macht die ganze Zeit. Die Schinkenscheiben. Da brauche ich die Schokolade für. Immer noch unglücklich, verdammt. Oh, wie mache ich mich denn wieder glücklich? Ach, indem ich ein paar Zombies töte, bestimmt. Das hilft immer. Okay, Schinkenscheiben darf ich nicht mehr so in so hohen Mengen essen. Warum kann ich das noch nicht bauen? Muss ich jetzt einen Weg finden, mich wieder glücklich zu machen? Aber erstmal will ich noch weiterbauen. Was ich vielleicht noch machen könnte, wäre Fernseh gucken. Das geht bestimmt auch. Tischlerei bald 3, das ist gut. Das ist sehr gut. Eine Wand nach dem anderen.
Dann gucke ich halt ein bisschen Fernsehen gleich. Das dürfte ja auch noch funktionieren. Ah, der ist natürlich jetzt wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Aber jetzt habe ich doch eins ausgelassen, oder nicht? Echt auf den Zeiger. Aber ich mache hier mal wieder eine Pause und freue mich, dass ihr immer noch so aktiv zuschaut. Bis dann.